Und willkommen zurück bei Let's Play New Scavenger. Ja, Detroit hat uns endlich wieder und auch Detroits Innenstadt. Wir sind wieder da. Und schauen uns wie immer erstmal alles hier an. Wie das letzte Mal, hier können wir schön lecker essen. Das hatten wir auch schon. Dann gehen wir kurz zur... Ach, das ist die Health Clinic. Ja gut, gehen wir auch nochmal rein. Schauen wir mal, was wir machen können. Die Platte. Nö. 376, leck mich am Arsch. Okay, machen wir hoch. Da könnte man das mit den... Das Teleskop-Upgrade. Das ist einfach nur so cool. Obwohl so ein Night Vision Upgrade natürlich schon echt, echt was hat, ne? Muss ich ja sagen. Das wäre schon wahrhaft cool. Was? Die haben hier was verändert, die Schlingel. Die Bank ist weg. Glaube ich. Was? Ein Kantinentruck. Direkt am an der Hauptstraße. Okay, Musik ertönt. Store unten ganz am im Erdgeschoss. Ein paar Menschen sind drin, aber er scheint nicht besonders berühmt zu sein. Und ein Händler. Wir gucken mal den Store an und shoppen mal. Warte mal, ich geh mal gerade weg. Hä? Wir checken mal die Crowd. Warte mal, ich geh mal kurz hier weg und guck mal. Check out the Sea Store. Start Shopping. Ach so, ah, okay. Ach, cool. Hier kann man also Essen kaufen. Das sind auch gar nicht so teuer, ne? 5 Dollar. Painkiller, 101 ist natürlich schon eine Nummer. Schnaps kann man kaufen. Energy Drink. Das ist natürlich cool. Aber an sich interessiert mich ja doch dann... Eigentlich eher die Augenoperation mit dem Nachtsichtdingen. Kann mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich bin am überlegen, ob wir für unseren letzten Gang, den wir ja bald gehen werden, dann wirklich die Pistole mal... Weil die werden wir eh nicht nutzen. Die werden wir nicht benutzen. Wir verkaufen das Ding jetzt mal. Kauft er natürlich nicht. Okay. So, und was ist das? Das ist, kann ich hier... Ich mach das jetzt mal. Ah, okay. Ich verstehe. Hier wird... Ich glaube... Es sieht... Aha, frittierte Tofu-Sticks. Yo, what you want, truck guy, looking impatient.
Was ist das? Wir fragen mal nach dem komischen Braten. Okay. Wir essen das mal. Roast up, aha. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die da jetzt Menschenfleisch verkaufen oder sonstiges. Ich bin mir echt unsicher. Weil wie gesagt, ich habe es erst gar nicht versucht, da großartig was zu lesen. Weil das dauert echt, das dauert viel zu lange. Und da sind auch wieder Wörter dabei, von denen ich keinerlei Ahnung habe. Und die Bank ist weg. Warum? Warum ist denn die Bank hier weg? Na, Fragen über Fragen. So. Wir gehen jetzt mal hier einfach die Flinte verkaufen. Jetzt haben wir 732. Gehen nochmal nach Megatroid in die Health Clinic. Wir machen das jetzt. Wir sind mal so frei. Night Vision oder... Ja doch, wir machen das mal. Das ist cool. Aha. Ah, Mist. Mist, ich glaube, wir brauchen dafür vorher erst das andere. Haben wir das jetzt? Ja, wenn nicht. Ich mach das jetzt nochmal. Ja, Kacke. Künstliche Augen-Dingsbums. Wir brauchen erst das. Ja, okay. Toll. Das hat sich voll gelohnt jetzt. Mist. Shit. Naja, kaufen wir mal ein paar Painkillers. Die können wir immer gebrauchen. Zumindest da, wo wir jetzt wahrscheinlich bald hingehen. Sind Painkillers ja echt mal nützlich. Und ich hoffe, dass Amoxicillin hier, dieses Antibiotika, ist wirklich Antibiotika. So. Hinaus, nochmal zu Hatter. Zack. See if Hatter available. Okay, er ist morgen erst wieder zurück. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so großartig. Aber ich verstehe nicht so ganz, wo die Bank hin ist. Jetzt dachte ich eben echt, wir könnten uns da... Ah ja, hier ist das Parkdingens. Ich dachte echt, wir könnten uns jetzt hier schön die Augen lasern lassen. Aber nein... Natürlich geht das nicht so einfach. Das geht leider nicht. Jetzt hat er unsere Pistole. Naja. Was soll's, Leute, was soll's. Boah, laut draußen, ey. Laut ist es. Gut, hier können wir ja auch nicht schlafen. Ich guck mir mal gerade unsere Wunden an. Die einen, okay, verheilt langsam. Langsam, aber sicher. Ja, und wo? Hier muss doch diese blöde Bank ist nicht da. Warum? Ah, ich verstehe es nicht. Gut. Dann weiß ich auch nicht so genau, was wir jetzt noch machen wollen.
Jetzt ist es Nacht. Night, 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 night. Wollen wir uns unten... Ja, komm, wir können uns ja eigentlich unten... so ein Ding ins Mieten, so ein Auto. Machen wir mal. Use. Access your things, machen wir mal. Ja, ich verstehe nicht so ganz. Ach, hier ist es. Hier ist unser Pickup-Truck. Witzig. Cool, da können wir jetzt schlafen. Machen wir Rest and Heal als erstes. Player is hungry. Jetzt haben wir natürlich nicht geschlafen. So, Player walk up. Und kann ich jetzt dann hier, warte mal. Machen wir. Okay. Gut. Heißt, wir müssen nochmal was essen. Machen wir das wieder drinne? Ich denke mal, ich hoffe, dass uns das hier gut tut mit diesem Fleisch, was die hier verkaufen. Was auch immer Shaved Meat ist. Wir essen es mal. Okay. Bringt sogar was. Machen wir nochmal. So. Okay, und dann liefen wir und dann essen wir draußen nochmal was. Und ich hoffe, der... Achso, no moves. Ich hoffe, der Hatter ist jetzt da. Das wäre zu schön. So, das geht doch deutlich schneller und bringt wahrscheinlich mehr. Hatter, bist du da? Hallo? Das gibt's doch nicht. Wo ist der denn? Furchtbar. Aber müssen wir noch irgendwas machen vorher? Glaube nicht, ne? Eigentlich nicht. Wir haben eigentlich alles soweit erledigt. Da unten ist der komische Sumpf, wo wir nicht hingehen wollen, denn der wartet wieder mit super ekelhaften Krankheiten auf uns. Ah, und er hat neue Sachen. Cool. Nanorobot Medical. Aha. Hier könnten wir einen Schlafsack noch kaufen, den wir dann wieder irgendwo vergessen können. Wie so oft. An sich wäre das eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich meine, wir haben Geld zum Kacken jetzt im Moment. Wir kaufen den. Wir haben noch 423, das sollte schicken. Und diesmal vergessen wir auch den Schlafsack nirgendwo. Oh, kann der denn nicht endlich mal hier sein? Das ist doch wohl nicht wahr. Ja, endlich. Endlich, endlich ist er da. Okay, wir nehmen natürlich wieder an. Bla bla, Und diesmal... Dieses Mal vergessen wir nicht den Stick, Freunde des Longdrinks. Wir werden ihn nicht vergessen. Hier ist er. Für Camp Grayling. Den nehmen wir mit. Bis zum Tod werden wir den verteidigen. Und... Ja, wir sind soweit. Wir können...
losziehen. Ich schau noch mal gerade. Machen wir uns den Speer noch mal neu. Eigentlich 51 müsste eigentlich schicken. Wenn ich mal den unterwegs neu. Der hält noch. Das Ding hält auch noch. Das wird auch nicht so schnell schlecht. So. Okay, okay. So. Haben wir nochmal ein bisschen Wasser gegurft. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zum Hidden Lake, denn Camp Grayling war ja irgendwo hier oben. Also wir, ja, wir machen das so. Diesmal geben wir echt keinerlei Risiko ein. Ich will das schaffen. Ich will das dieses Mal schaffen. Meine Lieben. Und da lassen wir uns auch nicht auf irgendwelche Experimente ein. Wir packen das dieses Mal. Wie gehen wir am dümmsten? Ich glaube wieder hier lang. So, jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder finster. Denn es ist ja schon Dusk. Camp Grayling, Alter. Das ist echt gut. Aber so, solange wir erstmal wieder... Huch. Hallo? Erstmal wieder zum Hidden Lake kommen. Ist das ja alles ganz okay. So, jetzt wird es wahrscheinlich gleich finster. Natürlich. Natürlich. So. Da können wir uns unser Zelt bauen, falls wir denn... So. Ach. So. Zack. 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 So, und dieses Mal vergessen wir das nicht. Wunden haben wir immer noch, das ist doch echt. Die ist Gott sei Dank verheilt. Mano! So, wir sleepen jetzt aber erstmal so. Player woke up! Rest and Heal können wir auch nochmal machen. Es schickt jetzt, ne? Schickt. Komm, hör auf. Wir sind so hungrig schon wieder. Hungrig, hungrig, hungrig. Hungrig, hungrig. Das Zeug nicht vergessen. So. Gut, wir brauchen ein Opfer. Wir brauchen ein menschliches Opfer. Irgendwo. Müssten wir mal einen Menschen finden. Ah, gehen wir halt hier lang. Aber hier ist keine Sau. Hier ist niemand. Das ist schon wieder... Also, hör doch mal auf damit. Das ist schon wieder echt blöd, weil jetzt verhungern wir nämlich. Hör doch mal auf jetzt! Sei denn natürlich, wir treffen jetzt hier auf irgendeinen Menschen, aber ich glaube nicht. Wir haben was gefunden, einen Cracker und ein bisschen Ketchup. Immerhin,
Besser als nix. Sogar auch noch Wasser. Aber nichts zum Essen. Ein Wolfman. Und man wird, wie immer, schön in merkwürdige Dinge hineingebracht. Denn jetzt bin ich wirklich gerade am Überlegen, ob wir uns den Wolfman packen. Dogman Leader. Allerdings stellt sich mir da wieder die Frage, schaffen wir das? Und außerdem wäre ein Mensch für uns besser. Wir laufen einfach vorbei. Da ist zum Beispiel einer, hoffe ich jetzt. Natürlich nicht. Es ist ein Dogman. Toll! Yay! Gut, dann muss es eben der sein. Wir dodgen und lassen ihn näher kommen. Wir dodgen und lassen ihn näher kommen. Wir dodgen. Gehen mal einen Schritt zurück. Dann müsste er eigentlich in Reichweite sein, oder auch nicht. Wir gehen einen Schritt zurück. Das gibt's doch nicht. Ach, scheiße, er lag am Boden. Kacke. So, jetzt. Wir machen mal das hier. Okay. Okay. Wir haben ihn. Cool, wir haben ihn erwischt. Das ist gut, dann können wir jetzt was essen. Ich hoffe nur, dass uns das Fleisch auch was bringt. Also, ja. Der hat ein bisschen gelitten jetzt. Der Dog Leader haut ab. So. Dann könnten wir uns, wenn wir Bock hätten, glaube ich, auch noch einen Handschuh draus zimmern. Okay, damit sind wir burdened. Okay, okay. Nehmen wir nur eins mit. Und daraus versuche ich gerade mal einen Handschuh zu zimmern. Falls ich mich noch daran erinnere, wie das geht. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab echt keinen Plan, wie das ging. Um ehrlich zu sein. Athletik? Ich habe keinen Plan mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe keine Ahnung mehr. Egal. So, dann ab in den Wald. Dann machen wir uns mal schnell was zu essen. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich hoffe jetzt nur, dass uns das Essen was bringt. Das ist echt die Frage. Weil wir ja süchtig sind nach einem etwas anderen Fleisch. Deshalb echt, ich habe keine Ahnung, ob uns das jetzt noch was bringt und ob das überhaupt funktioniert. Wir versuchen es einfach mal. So, das machen wir auch noch. Wasser haben wir alles abgekocht, jawohl. Hui, sehr schön. Das bringt eine Menge.
So. Nehmen wir Ditte nämlich mit. Eieiei. Ich trinke noch einen Schluck Käffchen. Wir enden den Turn. Obwohl, nee, wir enden nicht den Turn. Wir bauen unser Zeltchen erstmal auf. Denn ich denke, wir werden hier bleiben. So. Das. Ich würde natürlich gerne so eine Falle bauen können, weißt du? Das wäre echt cool, aber das wird bei uns nichts werden. Wir sollten mal den Forest. Wenn wir gerade Zeit haben. Ein paar Pilzsche gefunden. Enden den Turn. Heiden unsere Drecks. Und hoffen, dass uns der Dogman nicht findet. Aber wir hoffen erstmal in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.